Hey Leute, ich bin's SDK. Der Finn und der Dazug sind auch da. Jetzt endlich. Jo. Hallo! Ja, genau. Und wir reden heute über den neuen Age of Extinction TV-Ad eher, weil es ja nicht wirklich ein Trailer ist, sondern eigentlich nur im Fernsehen rausgekommen ist, während der Ausstrahlung von The Voice. Bei uns ist es The Voice of Germany, in Amerika halt nur The Voice. Ja. Man muss mal vorausdenken, es ist nicht wirklich ein Trailer. Es ist so eine Mischung aus. Eher so ein Musik-Preview, habe ich so das Gefühl. Genau. Denn wie gesagt, The Voice und da. Wir wissen ja, die Hauptmusik für den Film wird von The Imagine Dragons gemacht. Und die wurden halt in diesem Trailer sozusagen vorgestellt. Und wir gehen heute halt durch, was ist neu, weil doch sehr viel Neues gezeigt wurde. Und reden mit euch drüber. Also fangen wir auch direkt an. Jo, was sehen wir am Anfang? Wir sehen, dass ein paar neue, wie soll man sagen, Bilder von der Erde, auf jeden Fall. Von den und wieder mit einem Haufen, der gesamte Konzert. Ja, das ist jetzt meine Frage. Hier sieht man außerirdische Schiffe. Außerirdische? Moment. Das sind neue, auf jeden Fall, neue Schiffe. Vielleicht sind es eh die Decepticons, aber auf jeden Fall andere Schiffe, als wie wir es damals gekannt haben. Jetzt aber gibt es hier eine Szene im Trailer, ein bisschen gleich danach eigentlich, wo wir dann die Schiffe, also nicht die Schiffe mehr, sondern die, wie soll man sagen, die kleineren Kampfschiffe sehen, die wirklich eindeutig von den Decepticons sind, weil die kennen wir 1:1 von den dritten Filmen. Es stellt sich bei mir die Frage, sind das jetzt die Decepticons oder ist das jetzt irgendwie so Mischung und keine Ahnung und schauen wir mal. Ja, das ist so schlimm für dich, wenn die Decepticons ihre eigenen Schiffe noch einmal benutzen. Das wäre nicht das Problem, aber es ist nur komisisch, dass sie dann andere Schiffe haben, aber schau mal, der Ansicht können wir nicht... Ich finde das Transportschiffe. Ja, ich sag nur, weil mit dem dritten haben sie ja anders ausgesehen, wenn du darüber nachdenkst. Ja, aber das waren, glaube ich, eher mehr so Invasionsschiffe mit den ganzen Tentakeln, um die ganzen Menschen holen und sie zu untersuchen und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und dann haben wir wieder einen neuen Shot von Lockdowns Schiff, wie es ein Theater auseinandernimmt, glaube ich jetzt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, welches Gebäude das ist in China. Nein, China. Ich weiß es gar nicht, wo es genau ist. Hongkong, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. In Hongkong ein Gebäude auseinandernimmt, so richtig alles nach oben saugt. Ich bleibe halt immer noch dabei, dass ich sage, dass diese Eigenschaft so halb an Unicron erinnern soll. Das Schiff ist nicht Unicron, so viel ist es mir jetzt klar. Das ist sicher nicht Unicron, würde ich behaupten. Weil der Größenverhältnis auch überhaupt nicht stimmen wird. Erstens das und zweitens ist es einfach ein Schiff, das so einen Traktorstrahl hat und damit alles hochziehen kann. Fertig, das ist es und soll vielleicht nur ganz leicht an Unicron erinnern, weil wir haben ja durch diesen ganzen Film diese Unicron-References wie Galvatron, was ja eigentlich Megatron von Unicron umgewandelt ist, aber halt eigentlich nicht Megatron ist, weil Megatron ist wirklich tot, hat Michael Bay gesagt, aber Galvatron wird von den Menschen gebaut. Wieso? Keine Ahnung, es ist so. Gut, so viel jetzt mal dazu. Dann sehen wir einfach wieder ein paar Shots, die wir eh schon kennen. Lockdown schießt auf Optimus. Das Ganze, muss man sagen, sieht besser aus als damals wieder. Ja, da ist die Kanone auch verbessert worden von ihm, wo er sie aus der Fresse formt. Und da ist und auch dieser Transformer, der da unter Optimus liegt, der ist auch verbessert worden. Das ist Galvatron, ja. Ah, okay. Das ist Galvatron, da haben sie nämlich... Ich kann ja hier auch ein Bild einblenden. Links seht ihr das Bild vom neuen Trailer. Da sieht man, es ist wirklich eine Hand. Und beim alten, beim Super Bowl Trailer war es so eine Art, keine Ahnung, ob es jetzt... Bloß der Körper, glaube ich. Ja, genau. Und ich glaube dann im Teaser-Trailer hat man dann eine abgeschnittene Hand oder... Ich glaube, das war die Kanone von ihm. Und dann hat man plötzlich die Hand draus gemacht. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, aber ja, ist auch okay. Ich meine, man merkt auf jeden Fall, sie ändern und verbessern immer. Das ist schön. Dann haben wir natürlich... ich glaube, der Großteil des Films besteht daraus, dass wir uns Grimlock sehen können. Weil Grimlock ist logischerweise die Hauptattraktion dieses Filmes, die Dinobots an sich und natürlich Grimlock als Anführer. Und wir sehen zum ersten Mal, was wir eigentlich schon gewusst haben, aber dass Grimlock Feuer speit.
gleich daneben auch noch links in der Ecke sehen wir das, Drift. Drift ist so eine Art Samurai-Autobot, den sieht man in links, wenn kurz bevor Grimlock Feuer speit, ist ganz interessant, habe ich gesehen. Und dahinter sieht man Optimus Prime, also die scheinen gerade irgendwas mit Grimlock zu machen. Ich weiß nicht wieso und warum Grimlock Feuer speit, also müsste man den Film sehen. Auf jeden Fall, was mir vorkommt, ist, dass, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber mir kommt vor, Grimlock ist so eine Art T-Rex-Drache. Ja, so ein Verschnitt, weil das Feuerspeien, die Hörner am Kopf, das ist so irgendwie ja, so drachenmäßig. Aber vom Körper ist er eindeutig ein T-Rex, weil Grimlock ist ein T-Rex. Also ja, in der Hinsicht hat Michael Bay halt wieder ein bisschen was anders gemacht, weil das ist Michael Bay's Stil. Ja, dann kommt ein ganz interessanter Shot. Dann sehen wir zum ersten Mal den neuen, wirklich ganzen, also es gibt jetzt drei neue Autobots, glaube ich. Also, Moment, vielleicht kann ich sie nennen. Crosshairs, das ist der grüne. Drift, das ist dieser Samurai. Und dann haben wir, wie heißt denn der? Ja, bin ich. Aha, weiß nicht, wie der heißt. Ich glaube, Longhaul. Longhaul ist es nicht, nein. Longhaul? Nein, das ist. Lol, ich hätte mich gewundert, was würde der machen? Was würde der im vierten machen, wenn der doch im dritten. Ich weiß es jetzt nicht. Im dritten kam er schon. Ach, im dritten kam er noch, in einer ganz, ganz kurzen Szene. Nee, ich weiß es jetzt leider nicht, aber auf jeden Fall. Da war er, glaube ich, auch schon tot. Der ersetzt Ironhide auf jeden Fall, weil das ist der Waffenspezialist. Der hat die ganzen Patronen in seinen Gürtel drin, das sieht man an der Figur. Also, das ist wirklich der. Ersetzt Ironhide, vielleicht weil Michael Bay draufgekommen ist. Ah, ich hätte ihn doch nicht killen sollen. Nein. Well shit. Da finden wir einen neuen. Und dann hat er halt das gemacht. Aber ich muss sagen, mir gefällt er eigentlich. Dieser Bart, dieser mechanische. Und dass er so eine kleine Zigarre im Mund hat. Das ist ganz nett, ehrlich gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass der ganz witzig werden kann. So ein bisschen alter Knacker mäßig. Ja, ich glaube, das könnte ganz witzig werden mit dem. Also auf jeden Fall, das ist einer der neuen Autobots, den wir noch nicht gesehen haben. Ja, dann sehen wir wieder diese Explosion, wo die drei weglaufen, Mark Wahlberg und die anderen. Mark Wahlberg! Und ich muss einfach sagen, also die Explosion hat man verbessert, sie sehen nicht mehr so fake aus. Ich meine, ich finde immer noch ein bisschen komisch, dass sie so nach oben spritzen, aber man muss halt auch sagen, dass das halt so gemacht wurde am Set und das kann man schwer ändern. Aber man merkt, dass so jetzt so Funken wegsprühen auf jeden Fall. Also man hat wieder was verbessert und schöner gemacht. Also das in der Hinsicht macht ILM. Eine kleine Sache, die ich vielleicht sagen kann. Ja. Wenn die Explosion zur Seite gehen würden, würden erstens die Schauspieler in Gefahr sein und zweitens. Es ist mir schon klar, dass es in einem, wie soll man sagen, in einem im echt nicht möglich ist. Aber ich glaube, dass doch heutzutage die Effekte so gut möglich sind, dass man es schon schafft, ein paar Funken auf die Seite noch hinzuzufügen. Ich glaube schon, dass das möglich wäre. Das schafft ILM sicher, weil die machen solche Transformers wie Optimus, da werden sie eine Explosion auf die Seite auch schaffen, würde ich behaupten. Selbst wenn sie nur computeranimiert ist. Ja, genau. Also ich glaube, es ist möglich, aber aus irgendeinem Grund wollen sie es nicht machen. Ich finde einfach, es sieht halt sehr gestellt aus. Da wäre mir es lieber gewesen, wenn man es animiert hätte, die Explosion. Aber das ist halt schon meine Kritik von Anfang an gewesen. Dann sehen wir, das ist ganz interessant und auf das haben viele gewartet. Ein Shot. Optimus reitet auf Grimlock in der Stadt. Wenn Grimlock alles zertrampelt. Genau, Grimlock zertrampelt alles. Und er kickt ein Auto weg, wie es aussieht. Also ja, auf das haben wir ja alle gewartet. Und mehr sieht man in diesem Trailer dann eigentlich auch schon nicht. Einzige, was ich noch ansprechen kann auf jeden Fall, ist, ich weiß, dass Crosshairs auch gezeigt wurde, aber das ist der alte Shot, den kennen wir eh schon aus dem Super Bowl Trailer. Was ich noch ansprechen will, das geht so schnell leider. Ich muss gucken. Ja, okay, ich hab's erwischt. Man sieht, für eine Sekunde, für ein Hundertstel sogar nur, dieses alte Decepticon-Schiff, wie es auf ein Haus schießt, falls ihr das gesehen habt, im Trailer. Wo die Spitze mit der amerikanischen Flagge abbricht. Nee, egal, aber auf jeden Fall, da gibt es eine Szene. Und da sieht man, das ist kein Decepticon-Schiff, das von Decepticons gesteuert wird,
Denn da ganz vorne sitzt der Autobot Crosshairs, das habe ich erkannt, weil das so grün ist. Und ganz hinten, das vielleicht erwische ich es auch noch und kann es fotografieren. Ja, ganz hinten sitzt Bumblebee oben. Also die scheinen irgendwas auf Decepticons oder auf die menschlichen Roboter zu schießen. Man kennt sich ja in diesem Film nicht aus, was böse ist und was nicht. Also ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Michael Bay in diesem Film noch mehr Verwirrung machen will als sonst. Nee, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, das ist mir noch aufgefallen. Das kann ich in der Hinsicht noch erwähnen zum Trailer. Aber mehr zeigt dieser Trailer. Es ist ja auch immer bei Fernsehtrailer schwer, viel rauszuholen, weil viel gibt es ja nicht zu sagen. Die sind ja relativ kurz immer. Aber auf jeden Fall, was wichtig ist, in 2 Tagen am 15. Mai kommt ein voller Trailer und zwar um Mitternacht in Amerika. Das müsste heißen, bei uns um 12, 13 Uhr, also wir sehen den auch am 15. Oder um 8. Da ist Zeitverzögerung von Deutschland. Nee, 14 Stunden maximal, soweit ich weiß. Also spätestens um 2, 3 müssten wir es sehen. Bist du mich verarschen? Nee, ist ganz sicher so. 20 Stunden Zeitverzögerung kenne ich nicht in der Hinsicht. Nicht in Amerika. 8 Stunden Zeitverzögerung ist das. Oder weniger, ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall sehen wir ihn am gleichen Tag wie die Amis und nicht immer anders. Okay, also so viel dazu. Da kommt dann wirklich ein großer und das ist dann der Final Trailer. Also das ist der letzte Trailer, der wirklich wieder 3 Minuten lang wird. Und wahrscheinlich, schätze ich mal, wird der wieder sehr viel erzählen. Und dann gibt es wirklich viel mehr zum Erzählen. Aber mehr können wir zu diesem Trailer nicht sagen. Vielleicht das Endresümee wie immer. Was sagst du dazu zu diesem Trailer? Bessere Meinung zum Film, schlechtere? Oder gar nichts? Also ich habe ihn gesehen und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was ich über den Film sagen soll. Teilweise bin ich sogar noch mehr verwirrt als vorher. Ja. Aber, I don't know. Okay, was sagst du, Finn? Naja, ich lass mich überraschen. Ja, mir fehlt noch ein Trailer, der mich richtig hypt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, klar. Weil der letzte Trailer für Transformers 3, der hat schon übelst gehypt und ich meine, der Film war dann kacke, aber er hat gehypt. Und vielleicht schafft das der letzte Filmtrailer, auf das hoffe ich. Wenn nicht, weil bis jetzt sind alle so mittel, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, was die Leute haben, dass sie so feiern. Ja, warten wir ab. Ich glaube, dass Michael Bays vierter Film nicht so anders sein wird, wie er das sagt. Weil so, wenn ich immer mehr Szenen vom Film sehe, sieht es wieder nach dem ganz gleichen Explodieren und Weglaufen aus. Null Story. So. Das kann halt sein Motiv. Das kann ich jetzt noch nicht so beurteilen, aber ich glaube, ich habe die Story relativ gut verstanden. Die Menschen wollen die Autobots weghaben, sie verjagen, versuchen die Autobots zu töten, bauen eigene Maschinen, die greifen dann die Autobots wahrscheinlich an, dann kommen die Decepticons auch noch, greifen an, Optimus wird gefangen genommen, Optimus wird befreit, Optimus holt die Dinobots kommen und alle sind besiegt und alle leben glücklich und zufrieden und das, glaube ich, ist der Film. Und wenn ich recht habe, wird unsere Review dazu sehr böse. Aber ist ja auch egal. Aber warten wir drauf ab. Vielleicht werden wir noch positiv überrascht. Das war unsere Analyse zu diesem Trailer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dem, ich weiß nicht mehr, wie dieser Gangster heißt, denn der war ganz am Anfang des ersten Films, des zweiten Films, hat er von Oscorp radioaktives Material geklaut, wurde von Spider-Man aufgehalten auf eine sehr einschüchternde